Der Fantasie Stephen Kings entspringt diese Geschichte eines Mannes. Job, komm Junge, wir müssen los, der Rasen wartet auf dich. Mit der Seele eines Kindes. Ja, Cyberman. Und mich hat er besucht. Cyberman? Comics, stimmt's? Ja, Cyberman. Und die eines Arztes. Die virtuelle Realität ist der Schlüssel für die Entwicklung des Bewusstseins. Mit einer Zukunftsvision. Ich habe ein Spiel bei mir zu Hause, das dir bestimmt gefällt. Willst du es versuchen? Ja, okay. Ich habe schlecht gespielt. Ich habe noch völlig andere Spiele. Ich habe sogar ein Spiel, das dir hilft, klüger zu werden. Jetzt steht Job Smith an der Schwelle zur Welt der virtuellen Realität. Das knallt mir an den Kopf. Nein, Job, keine Angst. Es wird so sein, als ob du zwischen Sternen schwebst, wie auf einem fernen Planeten. Sein Bewusstsein ist wie ein trockener, gieriger Schwamm. Ja! Du hast eben deine Versetzung geschafft, Job. Sie sind doch nicht der Rasenmäher, Mann. Sie haben sich ja ziemlich verändert. Ich weiß zwar nicht genau wie, aber mir gefällt's. Latein hat er gestern in weniger als 2 Stunden aufgesogen. John, wo bist du? Oh, John! Eine Welt, in der der normale Lauf der Dinge sich ganz plötzlich auf den Kopf stellen kann. Sie begreifen doch, Dr. Angelo, dass meine Intelligenz der Ihren weit überlegen ist. Wo das Fantastische Wirklichkeit wird. Du willst in mein Bewusstsein eindringen? Sie können ja doch nichts vor mir verstecken. Und die Wirklichkeit... Wir haben nicht die geringste Ahnung, was er jetzt tun wird. ...die eigene Fantasie ist. Stephen King. Nein! Der Rasenmähermann.